Manch einer von euch kennt es, ihr fahrt die erste Fahrradtour und ihr merkt, dass der Po schmerzt oder aber auch die Hände einschlafen oder der Rücken zieht. Und ich gebe euch heute ein paar Tipps, wie man schmerzfrei Fahrrad fahren kann. Das Ganze nach dem Intro. Wichtig ist natürlich, das Rad soll optimal auf euren Körper eingestellt sein und auch auf euer Fahrverhalten. Anfangt nur am besten hier mit der Sattelhöhe. Die ist ganz wichtig, weil wenn das Knie auf längere Touren schmerzt, ist der Sattel entweder zu tief oder wenn ihr merkt, dass ihr auf dem Sattel unrund fahrt, ist der Sattel zu hoch. Die optimale Einstellung des Sattels zeige ich euch mal gerne. Und zwar, wenn ihr euch auf das Rad draufsetzt, die Pedale auf dem tiefsten Punkt habt, sollte das Knie noch leicht angewinkelt sein. So habt ihr die Möglichkeit, die Kraft optimal aufs Rad zu übertragen. Damit der Po nicht schmerzt, ist natürlich für euch der richtige Sattel das A und O. Sättel gibt es in verschiedenen Härtegraden. Und natürlich auch wichtig zu wissen, ist es für euch einfach, wie lange fahre ich auf dem Rad oder wie lange ist meine Fahrradtour. Wenn ich eher kurze Strecke fahre, empfiehlt sich generell ein etwas weicherer Sattel, wie hier zum Beispiel bei uns der Sattel von der Marke Celle Royale. Oder wenn ich längere Strecken fahre und mich schon mit dem Thema Ergonomie befasst habe, habe ich sicher schon mal den Hersteller Esculap gehört. Esculap ist ein Hersteller, der sich auch hier speziell auf Ergonomie für das Fahrrad spezialisiert hat. Und diese Sättel gibt es in verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen Breiten, wie zum Beispiel für den Komfortbereich ein etwas breiterer Sattel, für den Sportbereich ein etwas schmalerer Sattel. Und das Schöne ist bei Esculap, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, damit man das Körpergewicht optimal auf dem Sattel verteilen kann. Es gibt hier ein Elastomer-Pad, um auch hier nochmal die Bandscheibe beim Radfahren zu entlasten. Und wie man die passende Sattelbreite für euch ermittelt, das zeige ich euch mit dem Messgerät. So, genau, jetzt haben wir mal hier den Messhocker von Esculap. Hier ist es so, wir nehmen einmal ein Messpapier raus, legen das ganz normal auf den Messhocker. Dann natürlich klar wichtig, sollten alles aus den Gesäßtaschen rausnehmen und natürlich klar, könnt ihr die Hose auch anbehalten. Dann setzen wir uns ganz normal drauf, Füße mit auf dem Hocker, links und rechts bitte einmal festhalten und mit Druck nach links und nach rechts wackeln, bis ihr genug oder auch merkt, dass da ein Abdruck entstanden ist. Dann könnt ihr wieder aufstehen. Dann haben wir die Möglichkeit, mit einer Messlehre und mit einem Stift einmal die Sitzbeinhöcker zu markieren. Und dann können wir halt hier optimal den Abstand erkennen. Bei mir wären es jetzt dann hier 11 cm. Und dann ist es halt wichtig, je nachdem wie die Sitzposition ist, muss ich entweder plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 dazurechnen. Oder aber Esculap ist es so, sobald der Sitzknochenabstand größer ist als 12 cm, wird empfohlen bei einem Komfortsattel die 21 cm Breite. Sobald der kleiner ist als 12 cm, die 18 cm Breite. Ein weiter wichtiger Punkt ist die Lenkereinstellung. Hier ist es wichtig, dass der Lenkerabstand passend auf eure Armlänge eingestellt sein sollte. Nicht, dass ihr drauf sitzt wie Affe auf Schleifstand oder auch die Hände durchstreckt oder überstreckt. Wichtig ist, dass beim Lenker die Arme leicht angewinkelt sind, sprich eine leichte Beuge in dem Ellbogen ist. Falls das bei euch nicht der Fall ist, habt ihr die Möglichkeit, bei eurem Fahrrad gegebenenfalls an den verschiedenen Vorbauten die Neigung einzustellen. Hier ist es so, wir können hier die Schraube lösen. Dadurch haben wir die Möglichkeit, den Lenkervorbau weiter wegzupacken oder auch näher ranzuholen. Als letztes kommen wir dann auch zu den Lenkergriffen. Hier ist es ganz wichtig, dass wir einen passenden Lenkergriff finden für eure Handgröße. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sowohl von Ergon oder auch von Klar wieder von Esculap. Beide haben verschiedene Möglichkeiten, das auszumessen oder zu gucken, welche Größe passend ist. Ein Lenkergriff ist besonders wichtig, einfach für den Grunde, weil durch die Ergonomie kann ich das Handgelenk entlasten, dass halt meine Hände nicht einschlafen und den unteren Arm dementsprechend ebenfalls entlasten. Bei Ergon ist es so, da ist es wichtig, ihr nehmt einen Griff in die Hand, packt den Griff einmal an und guckt auf der Rückseite, ob der Finger sich mit eurem, mit der anderen Hand oder generell mit der Hand berührt. Falls es der Fall sein sollte, wäre der Griff zu klein. So wie es jetzt hier wäre, wäre der Griff optimal von der Größe her. Bei Esculap haben wir dann die Möglichkeit, sogar unsere Handgröße auszumessen mit dem Messsystem. Hier ist es so, ich habe hier eine Schablone, wo ich meine Hand auflegen kann. Und dabei muss ich den Daumen spreizen und in dieser Spreizung kann ich halt genau gucken, welche Größe ich benötige. Und bei Esculap gibt es dann die Größe S, M und L. Das war's von mir mit dem Thema Ergonomie. Ich kann nur sagen, Fahrradfahren sollte nicht unbequem sein. Und falls es bei euch doch der Fall sein sollte, achtet bitte, ob das Rad bei euch im ersten Schritt richtig eingestellt ist. Passt die Sattelhöhe, passt der Sattel, passt die Lenkereinstellung. Falls es dann immer noch unbequem sein sollte, kommt gerne vorbei. Wir helfen euch gerne weiter.